In diesem Film geht es darum, die Tastatur des Computers zu erlernen. Und dabei haben wir verschiedene Lernstufen. Das erste Lernstufe ist eigentlich Vorschulstufe und natürlich schon erste Klasse möglich, ist das Fingertraining. Beim Fingertraining ist die Spezialität die, dass eben nicht nur ein einzelner Finger zum Zug kommt, wie zum Beispiel jetzt eben Pinzettengriff von Daumen und Zeigefinger, sondern der Clou an der Sache ist, dass die Finger einzeln zum Zug kommen. Und zum Beispiel kann man die Finger mit Farben bezeichnen, das sind so Kreidemarker, oder natürlich auch mit Punkten, mit Klebepunkten und den Fingern so eine bestimmte Farbe zuordnen. Es gibt verschiedene Spiele, die dieses Fingertraining machen. Zum Beispiel wäre hier so ein stüpferes Spiel, wenn man so im Fußball, natürlich kommt immer gut an, denn Jungs brauchen diese Förderung der einzelnen Finger ganz speziell. Rot kommt zu Rot. Blau wird nun eben mit dem blauen Finger gesetzt und Gelb mit dem gelben Finger und Grün mit einem Pinzettengriff, das ist ziemlich schwierig, eben diesen grünen Finger betätigt. Selbstverständlich auch das Abräumen funktioniert wieder mit derselben Zuordnung, mit Farben und Fingern, so dass wirklich jeder Finger gefördert wird. Funktioniert mit zum Beispiel mit Wäscheklammern, wo man auf einen Karton macht, das kann man thematisch bezogen machen. Und hier geht es genau um dasselbe, nämlich damit die Kräftigung dieser einzelnen Finger wird. Das ist ein Fußballspiel. Auch hier geht es darum, wirklich jeden einzelnen Finger zu betätigen. Der Daumen bleibt hier und der Ball wird einmal versucht, mit dem roten Finger ins Tor zu treffen. Wenn das gelingt, kommt der blaue Finger und wenn der Ball im Tor ist, dann kommt der nächste Finger. Ein weiteres Spiel dafür wäre zum Beispiel einen kleinen Konfettibagger, wie ich ihn gerne nenne. Und hier werden die kleinen Papiere oder Konfetti eben genau mit dem Finger der richtigen Farbe in den entsprechenden Boxen zurückgelegt. Selbstverständlich kann auch das Spiel thematisch angepasst werden. Das Team und dieses Teamlehrmittel beginnt genau mit dieser Stufe und kommt dann zur nächsten Stufe, wo es um Buchstaben geht, einhergehend mit dem Einführen der Deutsch-Schweizer Basisschrift. Zweite Lernstufe ist nämlich Buchstaben zuordnen. Hierbei geht es darum, dass die Kinder auf einer Tastatur die Buchstaben finden. Und das kann wunderbar einhergehen mit dem, wie man nach einem bestimmten Leselehrmittel zum Beispiel die Buchstaben einführt. Zum Beispiel E muss man dann hier finden. Oder man findet M und O. Die Methode hier ist eigentlich das sogenannte Adlersystem. Adlersystem bedeutet, ich gucke hin und finde dann den Buchstaben. Ich suche mit den Augen, ja genau, und dann meistens mit einem Finger betätige ich diese Taste. Selbstverständlich kann man hier schon auf dieser Stufe bereits mal mit der Grundstellung arbeiten, ist aber jetzt im Moment hier noch nicht sehr wichtig. Diese Methode, diese Adlersuchmethode, die brauchen wir genau später auch, wenn wir SMS schreiben, weil die schreiben wir auch so mit den Fingern bei und so weiter. Wir suchen mit dem Daumen den Buchstaben und versuchen ihn anzutippen. Wenn dieses visuelle und kinästhetische, also Auge-Hand-Koordination oder Augen-Daumen-Koordination nicht mehr so toll funktioniert, wenn Sie das Handy umdrehen und so versuchen, zu schreiben, dann merken Sie, wie unglaublich viel langsamer diese Eingabe funktioniert. Selbstverständlich könnten wir zum Beispiel so eine Unterlage herstellen für die Kinder, damit sie immer wieder mit den Buchstaben einhergehend mit dem Handschriftlernen von A, dann eben den A auch hier finden oder übermalen oder ankleben oder mit dem richtigen Farbpunkt für den richtigen Finger überkleben oder ankleben, damit man weiß, aha, das ist hier, blau ist da,
blauer Finger und roter Finger. Wow. Und da kann das Kind sogar hier sehen, wie die Grundstellung nachher auf den Tastaturen stattfindet. Auf dieser Stufe können auch solche Silikon-Tastaturen verwendet werden. Der Vorteil ist, dass man hier die Tasten eben auch spüren kann, inklusive diesen Punkten. Zu beziehen sind solche Tastaturen auf graphoshop.ch. Drück hellgelb. Drück. Auf dieser Stufe kann auch spielerisch das Drücken der Farben mit den richtigen Fingern und der richtigen Fingerstellung geübt werden. Blau. Blau. Bip, bip. Grün. Grün. Grau, glaube ich. Grau. Die nächste Lernstufe, hier geht es um Lautverbindungen. Das kommt daher, weil analog dazu im Heft 2, also sozusagen in der zweiten Klasse, eben solche Lautverbindungen aufgebaut werden. Hier mit graphomotorischen Übungen, aber dann eben auch Doppelbuchstaben wie Pf oder später silbige Buchstaben wie Ei und Au. Und diese Buchstaben werden gleichzeitig als Pattern auf einer Tastatur geübt. Ein Schüler schreibt, der andere Schüler tippt hier zum Beispiel ng mit dem richtigen Finger. Damit diese Zuordnung stimmt, gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine Mal, man kann sich diese Buchstaben durch ein lustiges Merkwort zum Beispiel einprägen. Jeder kennt lustige Österreicher. Die Kinder können diese Merkworte selber erfinden und man könnte sich sogar die Buchstaben hier auf die Farben schreiben. Dieses Farbkonzept wird nachher angewandt in ganz verschiedenen Kontexten und es gibt dazu auch so eine Abdeckfolie, die wiederum beschriftet werden kann, am besten mit Kugelschreiber. Und wenn die Schüler jetzt die Buchstaben anschreiben, sie benutzen sie sehr häufig, dann werden die Buchstaben mit der Zeit verschwinden. Was wiederum hilft, sich die Buchstaben dann einzuprägen. Also, hier jetzt, jeder kennt lustige Österreicher als Merkwort. Die andere Seite kann ebenfalls alle Schüler dürfen Freude haben. Solche Merkworte können helfen. So, nochmal zurück. Es geht um Doppelbuchstaben, also ng, die man sich merkt, die Schüler dann von Hand schreiben. Ein Beispiel sehen Sie in einem Video. Also das Ordnen, wie die erste Reihe, die mittlere Reihe vom F, also. D, das hast du F, G, H, J. Alle Sachen dürfen fliegen. Genau. Dürfen fliegen. Genau. Julian kennt lustige. Gibt es Buchstaben, Doppelbuchstaben und daraus nehmen wir A und tippe da oder du und du musst herausfinden, was ich tippe. Jetzt wird es sehr schwierig. Das können nur noch Experten. Im nächsten Lernschritt kann man dann auch eine neutrale Folie verwenden und zum Beispiel hier eben diese Buchstaben dann gerade mit der richtigen Fingerfarbe abdecken und sie dann einfach so einprägsam zu halten, dass die Kinder allmählich diese von selbst wissen. Eine solche Folie ist beschriftbar und je nachdem, welches Kind welche Buchstaben kann, sind die Buchstaben dann halt abgedeckt. Das funktioniert einerseits mit Farbpunkten oder dann auch mit neutralen Punkten. Das geht am besten, wenn man das von hinten abklebt. Dann
halten die Abklebungen auch. Eine weitere raffinierte Methode ist so eine Farbabdeckung, die dann eben nicht mehr beschriftet ist und wo bestimmte Buchstaben im Finger beschriftet werden. Zum Beispiel W, weil ich mir den noch nicht so gut merken kann, schreibe ich mir den an. Vielleicht muss ich mir auch noch das S anschreiben, weil ich das auch immer wieder verpasse. Und dann ist eben hier auch noch ein S angeklebt. Zum Beispiel H würde ich dann innen anschreiben vom Finger, damit man weiß, das ist von der Ausgangsstellung hier nach innen. So, die letzte Stufe. Hier geht es darum, Wortteile zu tippen. Mit diesem automatisierten Farbsystem. Es geht darum, Groß- und Kleinbuchstaben, also mit der Umschalttaste zu arbeiten, mit Punkt und Komma zu arbeiten. Das eignet sich dann vor allem eben für die dritte Klasse mit diesem Heft. Schließlich wäre so die Idee, dass gleichzeitig zur Handschrift, wo eben dieselben Pattern geübt werden, gleichzeitig diese Pattern auch automatisiert auf der Tastatur stattfinden können. Aus diesem Buch nehmen wir kurze Wörter, zum Beispiel diese. Wer das kann, kommt ein Level höher. Im Zyklus 2, die technische Seite, ist die Idee die, dass diese technische Seite, also die Eingabetechniken, die Motorik, so Wendungen, also zum Texten verwendet werden können. Also das, was hier nachher im Handschriftheft zum Tragen kommt, vor allem in den letzten Seiten, wo es darum geht, mit Sprache Darstellungsformen zu probieren, Titel herauszusuchen, Textarten, Textdarstellungsarten zu bearbeiten. Hier wäre es dann bereits Stufe tippen können. Hier sind unter anderem auch die 200 Wörter drin, die es zu üben, die man hier dann üben kann. Und schließlich geht es natürlich darum, dass man den Blick auf den Bildschirm halten kann und die Finger automatisch schreiben.